Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind in der Inquisitionsbasis. Ihr seht, das ist ein Riesenteil. Ich hoffe, wir müssen nicht durch das ganze Gebäude durch. Aber wir haben irgendwas kaputt gemacht beim letzten Mal und jetzt können wir weiter. Von daher werden wir jetzt einfach mal zurückgehen und weitergehen. Und ja, hier ist jetzt ziemlich viel explodiert. Hoffentlich wird das Ganze hier nicht geflutet. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Was wir hier machen können. Wir müssen es auf jeden Fall fluten und dann irgendwie zur Hauptbasis rüberschwimmen oder so. Das sieht schwach aus. Ja. Alles klar, jetzt haben wir tatsächlich die Basis geflutet. Und jetzt können wir irgendwie einfach durchschwimmen oder so. Können wir hier auch rausschwimmen? Nein, können wir nicht. Das ist wie eine unsichtbare. Doch, können wir. Können hier rausschwimmen. Hä? Wo müssen wir denn lang? Müssen wir vielleicht sogar rausschwimmen? Was ist das hier unten? Warum leuchtet da was? Wie sieht nur so aus? Okay, alles klar. Dann können wir jetzt da lang. Wo, was sagt denn die Tacho? Die Karte. Achso, hier können wir jetzt gar nicht lang, ne? Ne, hier können wir. Ah, okay. Wir müssen also da, wo wir gerade waren, lang. Okay, dann machen wir das mal. Okay. Alles klar. Und hier durch. Hier sieht es irgendwie ganz cool aus. Es gibt auch bei Bioshock 2 so ein paar Stellen, wo man so außen an Rapture langläuft, im Wasser, im Meer. Das sieht so ähnlich aus, finde ich, wie hier. Falls einer von euch Bioshock 2 gespielt hat. Ich habe es ja leider nicht let's played, ich weiß nicht warum, aber irgendwie kam ich da nicht zu. Hallo, jetzt geht doch mal hier weiter. Oh, die armen Sturmtruppen, die hier alle ertrunken sind. Komisch eigentlich, dass die in ihren Helmen und ihren Anzügen nicht irgendwie, keine Ahnung, auch Wasseratmer irgendwas Zeug haben. Was können wir hier scannen? Überschwemmter Sektor. Die Analyse dieser Rohre lässt vermuten, dass sie durch den aufgebauten Druck einer geöffneten Luftschleuse geborsten sind. Dies war nur möglich, wenn das Schildsystem beschädigt oder und deshalb nicht in der Lage war, die Festung vor dem hydrostatischen Druck zu schützen. Laut der Daten könnte die Festung geflutet werden, wenn die Luftschleusen geöffnet werden, während das Schildsystem deaktiviert ist. Ja, genau das haben wir doch gemacht, oder nicht? Genau das ist doch, was passiert ist. Das war ja auch extra. Das war ja auch der Plan eigentlich, so wie ich das verstanden habe. So, da lang. So, jetzt können wir dann einfach... Oh, hier können wir wieder raus aus dem Wasser. Okay, jetzt sind wir wieder an der frischen... frische Luft vielleicht nicht, aber... Komm her! Okay. Das hat mir gefallen. Können wir hier irgendwas machen an diesen Konsolen? Nein. Nein, nein. Aber doch, da war was. Auf dem Boden interagieren hier. Achso, hier können wir speichern. Ah ja, cool. Das ist natürlich gut. Machen wir auch direkt mal so. Weil wir mittlerweile echt viele Lebenspunkte und können 7 Medikits halten. Das ist auch cool. Nähere mich. Oh oh. Oh oh. Wir müssen irgendwie zu den Assis hin und die möglichst schnell wegmachen. Lade nach! Vorsicht! Er ist tödlich! Alle schweren Schützen am Boden! Jemand anderer soll ihn ausschalten! Okay. Wo ist denn jetzt unser Robi? Der hat irgendwas gefunden. Aber gucken wir uns erstmal hier unten um. Ah, hier können wir was hacken. Machen wir aber gerade mal noch nicht. Das machen wir erst gleich. Ich will erstmal noch gucken, was da oben war. Da haben wir nämlich auch noch was zum Drücken. Hier sind mehrere Sachen, die man machen kann, glaube ich. Hier nämlich. Der Dojo im Jedi-Tempel. Oh, okay. Verdorben. Da kämpfen zwei Auslöschungstruppler gegeneinander. Was können wir hier machen? Können wir das jetzt auch fluten hier irgendwie? Oh, wir haben es schwieriger gemacht. Wir haben für eine coolere Atmosphäre gesorgt. Wir können es aber wieder zurückmachen, oder? Ja. Ja, die Sache ist, wenn wir da gleich kämpfen müssen, ist es vermutlich besser, damit wir nicht irgendwie runterfallen können. Aber es macht es halt einfach spannender, wenn das hier auf ist. Darum lassen wir das mal auf. So.
Und dann gehen wir wohl mal runter. BD, Tür. Geht jetzt echt da hinten rum, ja. Muss mal warten, bis er den ganzen Weg gelatscht ist. Okay. Was ist das hier? Was wollte der uns da gerade zeigen? Irgendwas wollte der uns gerade zeigen. Wow, die stehen ja schon neben mir. Was war das denn? Vielleicht will ich mal was ausprobieren. So. Nein, nicht mich folgen, sondern... So. Hey, warum kann ich die nicht? Es hat geklappt. Er hat mir zwar noch einen mitgegeben, aber es hat trotzdem geklappt. Mann, warum erwische ich den manchmal nicht? Ich muss den vielleicht anvisieren. Ja. Nein, jetzt bin ich selber reingefallen. Super. Nur weil ich den anvisiert habe, den Assi. So schnell kann man es machen und sich die vom Leib halten, indem man sie einfach ranzieht. Das war cool. Hä, wo will der immer hin? Was macht der hier immer? Wow, wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Unbedeutend. Wartet mal. Macht ihn fertig. Dieses Tempo. Hallo. Gib mir nur eine Sekunde. Hallo, ich will was machen. Hierher, Kumpel. Aufpassen, er benutzt einen Stem. Okay. Okay. So kann man das Ganze natürlich machen. Kann ich an ihm dranbleiben? Was machten die denn hier immer? Jetzt bitte! Ey, warum hatte das keine Wirkung auf den? Rückzug bedeutet Kapitulation. So. Minderwertiger Jedi. Ist ausgefallen. Oh. Hat doch nochmal irgendwie geklappt. War zwar nicht toll, aber irgendwie hat es geklappt. So, wie geht's jetzt hier weiter? Und wieder irgendwoher 1000 Gegner? Scannen. Also, was hast du? Imperiales Dojo. Der Trainingsraum der Inquisition, in dem Inquisitoren und Auslöschungstruppler an ihren tödlichen Fähigkeiten fallen. Mittels einer gnadenlosen Indoktrination. Von Kampf und Stärke bereiten sich die dunklen Agenten des Imperiums auf ihre eingeschworene Mission vor. Die auf Furcht basierende und missbräuchliche Natur dieses Trainings ist das genaue Gegenteil der Ausbildung im Jedi-Tempel auf Coruscant. Kontakt! Also, wenigstens haben wir jetzt hier. Er ist getroffen. Ah, okay, ich bin raus. Oh, das war cool. Irgendwie hat die eine Granate von dem einen alle anderen ausgelöscht. Das war mega nice. Nehmen wir uns den anderen auch noch. So. Was ist das hier? Was ist das hier für ein langer Kampf? Dieses Kind hat Angst vor uns. Verfolge ihn. Den, da müssen wir auf jeden Fall. Nicht leichtsinnig werden. Oh, wir können gerade keinen Machtschub machen. Okay, ich muss dann mal schnell hier hin und den holen. Okay. Oh nein, es ist so einer mit Hammer. Das ist kacke. Die mit Hammer sind fies. Bist du bereit, Jedi? Du versuchst es nicht mal. Konzentration bringt den Sieg. Schneller als ich dachte. Niederwerfen initialisiert. Ich werde dich nicht verfehlen. Gib mir eine Herausforderung, Jedi. Oh, du wirst nicht entkommen.
noch wir beide übrig. Okay. Jedi schwer verwundet. Noch nicht, Jedi. Hey, Kuppe! Lass mir den mal kämpfen. Die machen den ganz gut fertig. Trivialer Gegner. Yeah. Das ist witzig. Fällt mich mehr an! Physischer Stoß. Jawolli. Es hat geklappt. Und jetzt können wir hier sogar speichern. Die Frage ist, wenn wir jetzt speichern, kommen dann alle Gegner neu? Ich hoffe mal nicht, oder? Wir werden es herausfinden. So. Aber jetzt haben wir auch unsere beiden Kollegen nicht mehr. Hey, wo will der hin? Der will hier hacken. Ja gut, aber da kamen wir ja her, oder? Versperrt. Was meinst du? So, so wird's gemacht. Jetzt kommen wir doch hier weiter. Okay, ja, irgendwie schon. Na gut. Gucken wir mal, ob er noch irgendwas anderes hat. Was war das nochmal? Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Da kam aber, glaube ich, ursprünglich mal her. Okay, dann können wir jetzt hier weiter. Was haben wir jetzt hier alles? Überall. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Müssen wir erstmal irgendwie die ganzen Assis hier wegkriegen. Ich verfolge ihn. Bist du bereit, Jedi? Feuert auf den Feind! Vorsicht! Ja, der ist hinter mir. Fest ihn endlich! Seht euch das an! So. Eine würdige Herausforderung. Hör auf zu laufen! Das war der letzte. Okay. Cal, ich bin in der Nähe, aber hinter einer Panzertür. Da muss eine Konsole sein. Alles klar, ja. Hier ist tatsächlich eine Konsole. Hab sie. Oh. Wir sehen jetzt, wie die kämpft, ob die sich hier fertig machen kann. Ja, die ist gar nicht so schlecht. Die nimmt zwar eben mit 3 Auslöschungstrupplern auf. Und mit einer Mischung aus Lichtschwert und Pistole. Das war cool. Das war beeindruckend. Wie fühlt ihr euch? Das war ein cooler Sorg dich nicht um mich. Wir haben eine Aufgabe. Aber es tut gut, diesen Ort zu zerstören. Hier hielten sie uns gefangen. Ich wünschte nur, wir könnten noch jemanden retten. Tut mir leid, dass wir herkommen mussten. Mir auch, aber wir hatten nicht wirklich eine Wahl, oder? Ja, verstehe. Gehen wir weiter. Ja, bringen wir es hinter uns. Eine Spur von Thriller? Nein, noch nicht. Das Holocron wird in der Verhörkammer aufbewahrt. Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holocron. Geh zum Holocron. Mach das. Ich lenke die Verstärkung ab und stoße dann zu dir. Ja, was, wo ist jetzt der Weg zum Holocron? Ach, da hinten, okay. Oh, der hat dann noch gerade was gefunden. Da müssen wir dann nochmal hin. Der wollte uns gerade was zeigen. Wenn wir mal scannen können, dann nehmen wir das auch mit. So, hier. Knochen. Lasertore. Die Laserzellentore der Inquisitorenfestung sind eine wichtige Komponente ihres ausgeklügelten Sicherheitssystems. Diese undurchdringlichen Barrieren dienen der sicheren Verwahrung von Gefangenen auf allen Ebenen der Festung. Nach mehreren gescheiterten Fluchtversuchen und einem erfolgreichen Ausbruch wurde das System auf Befehl des Großinquisitors modernisiert. Okay. Was geht hier ab? Turbolift sein. Damit kommen wir hier raus. Boah, wie das hier aussieht. Das sieht auch echt aus wie so eine riesengroße Festungszitadelle. Ja, aus Warhammer irgendwas. Hier könnte man auch in Titan oder sowas reinstellen. Okay, da können wir mal drücken. Sonst haben wir aber nichts. Okay, gut, dann drücken wir mal.
hinten können wir wieder speichern, oder? Entweder ist da ein Echo oder wir können speichern. Ich bin mir nicht genau sicher. So, auf geht's. Mal sehen, auf was wir gleich drin sind. Ist da Kanonen? Hoffentlich schießen die gleich nicht auf uns. Du bist ein echter Freund. Sicherheitssysteme. Die Sicherheitssysteme innerhalb der Festung bilden ein komplexes Netzwerk von Brücken, Flügeln, Toren und Portalen. Mittels einer mehrstufigen Ausfallsicherung kontrolliert das Imperium jeden Winkel der Anlage und kann auf jeden Sicherheitsverstoß umgehend reagieren. Bei Bedarf kann die gesamte Festung zerstört oder überflutet werden, um die Flucht von Gefangenen zu verhindern. Fortschrittlich selbst für das Imperium. Wie fortschrittlich selbst für das Imperium? Das Imperium ist so ziemlich das Fortschrittlichste, was es gibt, oder? Also im Star Wars-Universum. Ich meine, die werden schließlich den Todesstern bauen demnächst. Okay, da können wir tatsächlich speichern. Darum war mir auch schon klar, dass die Dinger hier nicht auf uns schießen werden. Aber ich will mal gucken, ob man da hin kann. Ob man die benutzen kann. Vielleicht müssen wir es gleich machen, das wäre cool. Sie haben sie gebrochen. Vollständig. Und auf die dunkle Seite gebracht. So, Verhörkammer. Die zentrale Verhörkammer der Festung ist eine Folterkammer, in der gefangene Jedi und Machtnutzer mittels einer schrecklichen Prozedur zu Inquisitoren gemacht werden. Auf direkten Befehl von Imperator Palpatine dient diese Einrichtung der gezielten psychischen und physischen Willensbrechung von Gefangenen, um diese zu zwingen, der bösen Indoktrination der Inquisition nachzugeben. Dies ist der Ort, an dem Jedi sterben und Inquisitoren geboren werden. Können wir hier rangehen? Interagieren? Nee, schade. Können wir nicht. Ich dachte, wir könnten die vielleicht nutzen, aber ist leider nicht so. Aber er will uns hier noch irgendwas zeigen. Achso, er will da hacken. Okay, dann. Aber erstmal wollen wir hier speichern. So. Ausruhen. Zack. Gut. Dann hoch und hacken. Du machst das schon, BD. Und weiter in der Inquisitorenfestung. Das ist die Verhörkammer. Sieht hier auch so ein bisschen aus, wie wo Luke Skywalker gegen Darth Vader auf Bespin, glaube ich, gekämpft hat. So ein bisschen sieht das hier aus. Verhörkammer. Und es wird auch noch über Lava gemacht, oder was? Und es kommt direkt wieder zu einem Jedi gegen Sith-Lord-Kampf. Okay. Immerhin können wir uns hier viel... Du wirst fallen. ...viel bewegen. Das ändert überhaupt nichts. Oh, können wir da irgendwas gegen machen, dass die uns so schlägt. Komm zurück! Du wirst nein. Nicht mehr lange stehen. Oh, scheiße, ich dachte, das trifft mich nicht. Darum wollte ich mal gerade nichts machen. Wow, okay. Die kann krasse Sachen. Ich will mal was versuchen, wie viel Schaden das hier macht. Oh, hat gar nichts gemacht. Ja. Schwache Technik. Kann ich nicht sowas Cooles, so eine coole Schockwelle? Komm zurück! Oh! Warum kriegt die andauernd neue Sachen? Du kannst nicht gewinnen! Kumpel, Hilfe!
yo. Übertreibt irgendwie ein bisschen. Gib dir mehr Mühe. Ey. Ey, wieso kann ich das Ding nicht ranziehen? Übertreibt echt ein bisschen. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich irgendwie eine starke Attacke machen. Naja, das ist nicht so schlimm hier, das kann irgendwie nichts. Aber die ist bei allen anderen so extrem schnell. Das wirst du bereuen. Oh, und dann macht die einen fertig. Die kann so krasse Sachen. Das ist echt übel. Man muss sich echt konzentrieren bei der. Aber wir werden sie schaffen. Früher oder später. Man muss sich halt erstmal an die ganzen Sachen gewöhnen. Überhaupt erstmal checken, was kann die überhaupt alles Verschiedenes. Du wirst fallen. Ey. Yo. Das ändert überhaupt nichts. Oh, Mist. Mann. Oh, das war neu. Noch ein. Jo, direkt, wo ich neben ihr war. Scheiße. Wieder auf Abstand gehen, der weiß, was die dann macht. So. Okay. Oh, Scheiße, ich würde gerade sagen, momentan läuft es ganz gut. Jawoll, da haben wir ihn mitgegeben. Das war fies, was sie da gerade machen wollte. Ja, dann müssen wir sie auf sie zuspringen, dann können wir ihr, glaube ich, gut einen mitgeben. Aber. Komm zurück! Ja, jetzt haben wir ihm gut einen mitgegeben. Genau auf die Attacke habe ich gewartet. Und musstest großes Leid erfahren. Es ist nicht zu spät aufzuhören. Aufhören?
Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Du wirst niemals lebend von hier wegkommen. Leider. Oh, so scheiße. Das war eine fiese Attacke. Boah, jo. Bitte, hier. Oh, oh. Nein. Oh, die Attacke ist so fies. Von der darf man sich definitiv nicht treffen lassen. Nein, die macht so fiese Sachen, ist unglaublich. Werf einen rüber, BD1. Jetzt übertreibt sie ein bisschen mit dem ganzen Scheiß. Wow. So, schneller, wir müssen sie doch besiegen. Nein! Ah, oh, scheiße! Hilfe, BD! Nein! Oh, gut. Das darf definitiv nicht treffen. Dann machen wir mal den Scheiß, genau. Dann kann man hier nämlich immer duplikat überhaupt abgeben. Nicht. Du wirst sterben, genau wie dein Meister. Glück gehabt. Scheiße, da wollte ich sie gerade. Hallo, kannst du nochmal aufhören damit? Übertreib nicht. Aber sie übertreibt natürlich. Ach, Kacke, man kann das so schlecht sehen. Boah, die ist so übel, die hat so fiese Attacken, das ist krass. Das ist richtig krass, die Alte. Die braucht halt einfach ein bisschen, bis man die richtig drin hat. Aber das war jetzt schon gar nicht schlecht. Die war schon weit. Aber die hat echt so fiese Sachen. Das ist unglaublich. Geben wir ihr direkt so ein. Gewinnen. Ach komm, warum hat mich das denn jetzt getroffen? Jo, natürlich killt die mich jetzt sofort damit. Ja, dieses Lichtschwert werfen von der, das ist manchmal so fies. Das macht die einfach fünfmal hintereinander oder sowas. Das ist krass. Die ist herausfordernd. Aber gut, ich stelle mich manchmal ein bisschen doof an. Bei manchen Attacken weiß ich halt mittlerweile und lass mich trotzdem treffen. Sowas wie die Schockwelle. Das sollte eigentlich eine safe Sache sein. Du kannst nicht entkommen. Du wirst diesen Tag nicht überleben. Mann. Leide so wie ich. Ich check nicht, warum die mich mir manchmal so krass gibt, obwohl ich blocke. So. Ach, ja gut, jetzt stelle ich mich gerade echt dämlich an. Jetzt hat sie mir die übelsten Kombos gegeben, sodass ich überhaupt nicht mehr wusste, was überhaupt abging und was ich überhaupt machen soll. Das Blöde ist auch am Anfang, direkt am Anfang, wo die so gelb leuchtet, da sieht man überhaupt nicht, ob die eine unblockbare Attacke macht oder nicht, weil man nicht sehen kann, ob die rot leuchtet. Das ist fies. Da gibt man mir am besten erstmal direkt so ein
so ein Ding und dann direkt einen, so einen mitgeben. Genieße die Todesqualen. Nein! Ach, scheiße. Manchmal weiß man nicht, welche Kombo die macht. Komm zurück! Du kannst nicht gewinnen. Jo. Noch ein! Nein, nicht die Attacke, fuck! Ich wusste nicht, dass die Diät schon anfängt. Jo, und die macht direkt mit irgendwelchen ultra fiesen Sachen weiter. Ich brauch was, Kumpel. Jetzt fängt die wieder die Scheiße an. Geht das jetzt für immer? Schlecht gezielt. Boah. Man sieht manchmal so schlecht, diese Blendgranaten. Ich weiß echt, wie man die Blendgranaten einsetzt, muss ich sagen. Also, die Blendgranaten macht die manchmal echt schlau. Nein. Du kannst nicht gewinnen. Ah, man darf da nicht dodgen, man muss da... Hey, Kumpel, das. Man muss da, Jo. Jetzt haben wir wenigstens mal alles abgedingst gekriegt. Nein! Okay. Die Attacke darf echt nicht treffen. Nein, 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 nein! Boah. Okay, was macht sie jetzt? Ja, ich glaube, wir haben sie. Jawolli! Boah, war zwar eine knappe Kiste, aber... Und sorry, dass ich nicht so viel rede, aber da muss man sich echt so konzentrieren. Cal! Ich habe das Holocron. Ich muss das tun. Es ist vorbei, Triller. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Seer. Nein, ist es nicht. Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich habe dich im Stich gelassen, Triller. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid. Seer, ich hab dich so sehr gehasst.
Scheiße. Darth Vader ist hier. Fucking Darth Vader ist da. Ich wusste gar nicht, dass er im Spiel vorkommt. Krass. Okay, das sieht nicht gut aus. Ist es auch nicht. Er kommt. Ihr habt versagt, Inquisitorin. Rächt uns! Es wäre klüger, sich zu ergeben. Ja. Wahrscheinlich. Scheiße, müssen wir jetzt gegen Darth Vader kämpfen? Nein. Armselig. Okay. Müssen wir das machen? Achso, ziehen. Ziehen? Was bringt ziehen? Ich weiß nicht, was es bedeutet, was ich da machen muss. Ziehen, was heißt ziehen? Mein Meister erhält sein. Hä? Was war das? Was war mit ziehen gemeint? Erstmal stand es irgendwo am Rand vom Bildschirm. Irgendwo am Bildschirmrand. Ich weiß gar nicht, was es bedeutete. Okay, aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Wir haben gerade einen richtig krassen Kampf gegen Triller bestanden. Jetzt müssen wir gegen den Darth Vader kämpfen. Ist das krass? Wir kämpfen gegen Darth Vader. Allerdings müssen wir euch noch rausfinden, was wir da machen müssen mit Ziehen. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich denke, wir werden es noch rausfinden. Ich sage erstmal Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.